Ja, im letzten Jahr hatten wir dann noch die Möglichkeit, den neuen oder den ganz neuen Fahrerarbeitsplatz, das Fan-One-Bedienkonzept auf dem Hof auszuprobieren, dank Fendt. Und da war es natürlich so, wenn man da raufgestiegen ist, dann wurde man erstmal von dieser ganzen Vielfalt und von diesem neuen Fahrerarbeitsplatz so ein bisschen erschlagen. Also auf jeden Fall das Grundprinzip, die grundsätzliche Kabine und Motorgetriebe und so weiter, war ja alles gleich bei dem 7er, den ich dort bekommen habe. Aber ich sag mal, wenn man diese ganzen Bildschirme und so da erstmal drin gesehen hat, alles ein bisschen größer geworden, musste man sich erstmal dran gewöhnen und war natürlich erstmal sehr viel. Aber man muss wirklich sagen, auch mit allen, mit denen man spricht, wenn man damit 2, 3 Tage gefahren ist, dann will man es eigentlich nicht mehr eintauschen gegen den alten Fahrerarbeitsplatz. Und da musste man sich natürlich ein bisschen mehr reinfummeln in die ganze Geschichte. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, an die Display-Auflösung, an die 6 statt 4 Kacheln und dass man kein externes Isobus-Terminal mehr reinhängen muss oder sowas, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr geile Sache und gewöhnt man sich auf jeden Fall auch sehr schnell dran. Also in dem Fall hatte ich den neuen Schlepper ziemlich genau jetzt vor einem Jahr oder im nächsten Monat vor einem Jahr und da konnten wir den speziell halt zum Vorarbeiten für unser Maisland einsetzen. Also ganz normal Bodenbearbeitung, in dem Fall viel vorgekreiselt und dann speziell zum Mais legen. Und da habe ich freundlicherweise auch von Federstadt noch eine Tempo bereitgestellt gekriegt, weil die eben in der Lage war, sowohl einzelne Sektionen zu schalten, als auch die Ausbringmenge des Düngers und des Saatgutes pro Sektion zu variieren. Und mit dem neuen Fahrerarbeitsplatz ist es ja entsprechend alles möglich, dort halt bis zu 144 Sektionen zu schalten, eben mehrere Karten reinzuladen und so weiter und so fort. Und mehrere Booms eben auch anzusteuern mit den Applikationskarten. Und in dem Zuge konnte ich halt alles einmal selber für mich ausprobieren, also was es alles fanseitig auch für Neuerungen gibt. Und weil unsere Maschine selber das halt nicht liefern konnte. Und so hatte ich halt die Möglichkeit, da auch Videos zu aufzunehmen. Also war der Fokus im Prinzip beim Maislegen, um da auch diese ganzen Neuerungen des Fahrerarbeitsplatzes im Prinzip einmal ausprobieren zu können. Also generell muss ich ja schon mal sagen, mit dem neuen Fahrerarbeitsplatz, mit dem neuen Bedienkonzept haben die Ingenieure von Fendt auf jeden Fall ja, einen Benchmark gesetzt, beziehungsweise ordentlich einen rausgehauen, muss man wirklich sagen. Und ich hatte ja letztes Jahr leider so ein bisschen noch so einer der ersten Maschinen, wo noch nicht alle Freischaltungen drin waren, noch nicht alles verfügbar war. Aber generell muss ich sagen, dass da so viel geile Sachen reingekommen sind. Allein, dass ich diese 27 Funktionen auf dem 3L-Joystick steuern kann, Isobus-Funktionen und so weiter und so fort, das sind halt so viele Sachen, die da zusammenkommen. Und pauschal könnte ich gar nicht so unbedingt sagen, was ich jetzt unbedingt verbessert haben möchte. Natürlich so Kleinigkeiten wie einen zweiten Getränkehalter oder sowas, halt so hinsichtlich Komfort. Das klar, also da können die Ingenieure auch gerne mal vorbeikommen, dann können wir nochmal einen Schnack an der Maschine halten. Also was mir beim neuen Fahrerarbeitsplatz definitiv besonders gefallen hat, waren die neuen Bildschirme. Also das neue 10 Zoll Dashboard hinterm Lenkrad, die 12 Zoll Terminals auf der rechten Seite in der Kabine. Also im Prinzip hatte ich das große Paket, sage ich mal, mit dem 12 Zoll Terminal auch oben aus der Dachluke. Und da ist natürlich einmal das Komfortable, dass die Displayauflösung so hochauflösend ist mittlerweile im Vergleich zum alten Fahrerarbeitsplatz. Wir haben ein größeres Terminal, eben von 10,4 auf 12 Zoll. Wir haben jetzt 6 statt 4 Kacheln. Und man glaubt erst gar nicht, dass das so ein großer Unterschied ist. Aber wenn man nachher damit am Arbeiten ist, ist es einfach übersichtlicher. Man kann es, wenn man sich reingefuchst hat, tatsächlich auch schöner bedienen. Und man hat eine bessere Übersicht. Also man hat, wie gesagt, auch kein separates Isobus-Terminal, was man sich irgendwo an eine Scheibe daran basteln muss, was dann irgendwie runterhängt oder sowas. Man kann halt ganz normal die Isobus-Maske oben auf dem 12-Zoll-Terminal in der Dachluke beispielsweise laufen lassen und gut einsehen. Und ja, was fand ich sonst noch super? Also auf jeden Fall, dass ein separater Knopf für die Spurführung gekommen ist auf dem Joystick. Und das besagte Drehrad am Joystick war auch super. Ansonsten, ja. Ja, wenn mich meine Berufskollegen auf den Fendt One Arbeitsplatz ansprechen und was ich denen empfehlen könnte, dann sage ich eigentlich immer, probiert das unbedingt aus. Und wenn ich den mal irgendwann wieder auf dem Hof haben sollte, dann kommt er vorbei und setzt euch da mal drauf. Weil man kann immer viel erzählen, aber wenn man tatsächlich selber drauf sitzt und das ausprobiert, ist es doch nochmal was ganz anderes. Und ich habe ja auch ein Video dazu, wo ich einen von meinen besten Kumpels Konstantin auf den Fahrerarbeitsplatz setze und filme so im Prinzip seine erste Reaktion zu diesem neuen Fahrerarbeitsplatz. Und die war ja eigentlich auch durchweg positiv.
Und eigentlich kriegen die Leute denn das Grinsen auch nicht mehr aus dem Gesicht, wenn sie da drauf gesessen haben. Und wenn sie noch auf ihren alten Fahrerarbeitsplatz steigen, ist es auch so, dass sie halt einige Funktionen tatsächlich vermissen. Und seien es nur so Kleinigkeiten wie der separate Knopf für die Spurführung oder zum Aktivieren der Spurführung. Und wie gesagt, ich empfehle allen, sich selber ein Bild davon zu machen, idealerweise eine Maschine mal für einen kurzen Zeitraum zu testen, auf einen eigenen Betrieb auszuprobieren, welche Freischaltung vielleicht man selber auch überhaupt benötigt oder nicht benötigt oder welche Konfiguration und sich selbst da ein Bild von zu machen. Ich sage mal, so viel im Grunde vom normalen Fahren unterscheidet sich der Platz jetzt nicht zum alten.